Problem ist halt, dass die Dinger total langsam sind und wenn die Truppen sich bewegen, schnell bewegen vor allem, nicht davon getroffen werden, weil diese Katapultsteine sehr lange fliegen. Ja. Du verstehst. Kein Wort, aber wir reden drüber. Das ist gut. So wünsche ich mir das. So. Wie schaut es bei dir so generell aus? Also wie gesagt, ich bin ja hier immer schwer beschäftigt, ne? Ja, also ich bin auch gewollt, dem Gegner jetzt gleich mal zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat, ne? Gut, werden wir das denn schaffen? Weil ich gehe jetzt mal davon Ja. aus, dass du das im Griff hast, dass du genau weißt, was zu tun ist. Ich weiß, was zu tun ist und wir haben den auf jeden Fall im Griff. Also da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Ich überlege mal, wie wir das machen. Das Problem ist, ich würde ja gerne, aber die Katapulte kann ich jetzt nicht verwenden, wenn wir so viele Nahkämpfer haben, weil der greift natürlich einfach mitten rein, ne? So ein Katapult und macht doch unsere Truppen schnell platt. Ja, Deswegen immer. lasse ich, würde ich die, ent aber der hat ja auch keine Mauer mehr. Ich habe die ja nur gebaut, weil der eine Mauer hatte. Ach, Scheiße. Ja, ich lasse die mal zur Sicherheit hier irgendwo am Rand stehen, damit, wenn er auf komische Ideen kommt oder eine große Versammlung von Truppen auf uns schickt, die ich damit mal eben auslöschen könnte, würde ich die dafür verwenden, aber ansonsten noch nicht. Ja, du bist mit deinen Elefanten natürlich wortwörtlich der Vorreiter. Wieso? Willst du auf meinem Elefanten reiten oder was? Ja, das wäre doch eine geile Konstellation hier, so ein Kanonier, wie ich sie habe mit meinen Kanonen da. Wenn die auf deinen Elefanten wären, dann wäre das doch die perfekte Einheit. Oder was? Keine Ahnung. Oder was do? Was habe ich denn jetzt? Zwei sind die, drei sind die, vier. Was sind die Ey. jetzt? Vier? Leute, Leute, Leute. Leute von heute. So, jetzt können wir ja, glaube ich, verkaufen Sie 100 Nahrung für 14 Goldeinheiten. Wieso verkaufst du jetzt an den Feind oder was? Nein. Weil du wieder irgendwas brauchst, dann frag doch. Ach, das ist mal so viel Gold, wie ich habe. Ach, Gold. Nahrung, wie ich habe. Jetzt gibt er wieder an wie so ein Sack Feigen, weißt du? Feige Pflaume. So ist es, mein Freund. Ist Filmzitat aus welchem Film? Die Heiligen Drei Die Könige. feige Pflaume. Ich nix wissen. Das hört sich ein bisschen an wie die Ratte von Stronghold. Glaube ich aber nicht, dass hier sein soll. Nö, glaube ich auch nicht. La 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 la. Okay, für die, die hier noch zuschauen vor lauter Begeisterung, denken so, die sind bekloppt. Ihr könnt ja mal sagen, aus welchem Film ist Feige Pflaume ein Filmzitat? Also ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was Sie hier erzählen wollen. Bankwesen, Tribute sind kostenfrei, Handelsgebühren. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Wir bauen es einfach mal. Genau. Let's go. So, ich habe kein Gold mehr und ka oh. 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 Alles ist gut. Alles ist gut. Wieso? Ne, meine Belagerungskanonen haben gerade auf eine laufende Truppe geschossen. Das war nicht so eine geniale Idee. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe so das Gefühl, dass deine komische Ja. Belagerungswaffen eher dich selber töten. Ja, die sind gefährlich. Bei dir musst du echt aufpassen, dass du das auch alles ordnungsgemäß einsetzt. Das stimmt. So, alle mal wieder schön hier an die Arbeit. Chifchi, ihr kennt euch aus. Ist jetzt irgendwo noch ein Feld, das nicht benutzt. Doch, da, hier wird jedes Feld wird hier verwendet. Und die brauchen eine Mühle, um da Nahrung einzulagern. Ist das richtig?
Ja, genau. Ansonsten laufen sie bis zum Dorfzentrum. Das ist eine eher unpassende Sache. Das ist ja dann doof. Ja. So, mein Lieber, was hältst du davon, wenn wir angreifen? Ach, ich weiß nicht. Ich bin gerade so im... Der ist ja sehr ruhig, ne? Das, der Kollege Schnürschuh. Ja. Was mir ja sehr entgegenkommt, wo ich sage, oh, wenn der noch will, dann... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich muss noch irgendwas muss ich noch machen. Weil ich habe so das Gefühl, weißt du, wenn wir jetzt losrennen, dann, weil mehr können wir ja nicht bauen an Leuten, dass wir den einfach schlichtweg überrennen, den armen Kerl. So wird's aussehen. Das tut mir natürlich sehr leid für ihn. Ich frage mich, was der da macht. Also das ist eine ganz komische Taktik für diese KI, wie wir sie ausgewählt haben. Also im Zweifel, wie du sie ausgewählt hast. Ja. Er hat ja seine... 80? Seine Truppen, aber nicht so, wie ich mir das jetzt vorgestellt hätte. Ganz, ganz komisch. Eieieiei. Kommen wir denn hier so? Das ist ja nix. Ja. Ganz genau. Ja gut, das Nahrungsproblem sollte ich jetzt auch halbwegs im Griff haben wieder. Ja. Der automatische Felderbau grade. Geht aber auch ordentlich runter, ne? Also ich habe schon keine Ahnung mehr, was ich hier groß bauen soll, deswegen... Ja, ich muss eigentlich auch nichts mehr groß, muss ich fairnesshalber sagen. Also es kommen noch ein paar Elefanten, da mache ich nämlich meine 400 jetzt auch voll. Aber ansonsten kann ich noch ein paar Sachen erforschen. Also wenn du möchtest, können wir so ganz langsam uns stationieren. Machen wir das doch. Heißt, ich sorge mal hier dafür, dass deine komischen Truppen am Rand nicht auf die Nüsse gehen. So. Weil das sind auch Maximaleinheiten, ne, die du jetzt hier siehst. Also das ist wirklich die maximale Größe, die mir das genauso. Spiel gestattet. Bei mir genauso. Von daher alles schön und gut. So. Jetzt kann ich überlegen, wie ich die mal möglichst präzise hier aufbringe. Du sollst ja auf keine komischen Ideen kommen. Wer? Der schickt jetzt zwei Truppen raus. Ich weiß nicht, was er gerade von mir will. Liebe. Was ein Troll, ey. Lass doch bitte meine Truppen in Ruhe. So, und für den Fall, ne? Ja. Dass der uns jetzt durch irgendeine fiese Taktik innerhalb von Minuten ausrottet. Ja. Oh, ich habe nicht mehr genug Gold. Verdammt. Ja, nee, Gold ist hier auch wieder sehr knapp. Okay, ich revidiere meine Taktik. Wir müssen ihn überrennen. Ja, das hoffe ich doch. Weil genau darauf baue ich ja die ganze Zeit. Dass wir ihn überrennen? Ja, mit einem Wumms und dann ist das Thema hier durch. Okay, also die Einser brauche ich nicht mehr, ne? Die fummeln jetzt hier rum oder machen nichts. Okay. Haben wir denn hier meine Trieböcke? Da sind sie doch schon. Rollt ihr mal hier runter. Hier mal auch schön dahin. Ja. Und? Hm? Was denn? Die sammeln sich gerade. Meine Jungs und Mädchen. Ja. Das sind ja auch weibliche Elefanten bei, ne? Ja, natürlich. Nichts anderes habe ich gedacht, hör mal. Ja, das ist 6. Passiv. So. Die Streitmächte werden gerade ganz präzise aufgestellt hier. Oh. Jedes Mal vertue ich mich, aber das ist immer ein Herzinfarkt. Mhm.
So. Ich glaube, ich habe keine Truppen mehr hier irgendwo rumstehen. Gucken wir doch mal. Was ist das denn? Zwei Mönche. Ja, komm, die Mönche, die schmeißen wir mal mit in den Trubel. Ups. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Sag mal, gibt's hier noch irgendwas? Was macht er? Er greift natürlich an. Das war das Ding, ist schon von alleine losgerollt. Ja, natürlich, klar. Dieses blöde Ding ist einfach losgerollt. Ja. Oh, also jetzt die nächsten fünf nicht. Da sorge jetzt einfach mal dafür, dass der mir nicht auf die Nüsse geht. So, weg damit. Gut ist es. Ja, jetzt heißt es gleich rein ins Geschehen. Ne? Und ich glaube, dann könnte es sein, dass das Spiel sagt... Was? Schwierig. Quatsch. Okay. Das Spiel wird nichts sagen. Warum soll es denn was sagen? Mein Spiel sagt gerade nicht genug Holz. Aber jetzt geht's ja aber los, du. So, jetzt lass angreifen. Komm, mach da fertig. Ah, okay, dann leg ich los. Die Musik ist passend gerade. Ist das bei dir auch so ein asiatisches Gedudel? Ja, so ein bisschen ist es. Ja. Gut. Dann gucken wir uns den Spaß da mal an, was der Gegner jetzt macht. Ich glaube, der ist nicht damit einverstanden, was ich hier mache. Seine Truppen bewegen sich nicht, ne? Hm. Oh, 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 oh. Es geht los. Ganz langsam bewegen sich seine Truppen in Richtung Fusilito. Das ist aber nicht richtig. Was genau das zu bedeuten hat, sehen wir jetzt gleich. Gucken wir uns einfach mal an. Ich bin gespannt. So. Lalalala. Die Musik dazu gefällt mir, weil die so entspannt ist, weißt du? Mhm. Und ich auch eigentlich eher zugucke, als dass ich jetzt hier groß selber Krieg anzettel. Brauche ich nicht. Ich brauche den Stress hier nicht. Du kannst ja gleich, wenn ich niedergeschlagen dann niederliege. Ich habe nämlich schon 3 Einheiten verloren. Passiert, ne? Ja. Aber was ich so, wo ich mir das Gekämpfe hier angucke, wieder so überlege, wie schafft ihr das so schnell in die Zeitalter zu springen? Mann, ist das laut, wenn die ganzen Truppen hier rumrennen, ne? Ja, du weißt ja, Krieg ist die Hölle, nur der Sound ist irre. So. Weißt du, was ich glaube, eine sehr lustige Idee ist? Das machen wir doch. Komm. Kommt, meine Lieben. Ich nehme das jetzt allerdings mal als Bildschirm hinter. Ach ne, kann ich ja gar nicht, scheiße. Weil das sieht doch mal gerade richtig geil aus, oder? Wie so eine Herde. Ja, wie so eine Herde Elefanten durch so ein Dorf trampeln, oder? Ja, keine Chance, ne? Ich bin mal gespannt, ob deine Truppen das schaffen, aber sie müssten es eigentlich schaffen. Ich bin da zuversichtlich, dass. Aber ich habe schon 30 verloren. Weg ist er. Wer? Oh, ich hatte einen Elefanten angeklickt, der zeitlich hier gesegnet hatte. Und dann? Ist er gestorben. So. Kommt mal näher ran, meine Katapulte. Die sind ja auch echt böse, wenn man damit mal anfängt, hier einfach sich einen Weg zum Gegner zu bauen. Aber das funktioniert ja auch, wie man sieht. Einfach so. Räumst du denn auch ein bisschen auf, oder wie? Nö, ich lass dich hier gerade. Warum? Weil das Spiel sonst voll am Langen ist und ich da sowieso keinen Platz für Truppen finden werde. Und es ist halt auch schön, das mal zu sehen, wie die Elefanten sich darum kümmern, ne? Mhm. Ich glaube, da hat gerade ein Elefant einen Dorfbewohner zertrampelt. Kann das sein? Ja, alles ist möglich, ja. Es tut mir sehr leid.